bin ich denn noch? Ohne Glaube, Liebe, Hoffnung gibt es logischerweise kein Leben. Sie haben leicht reden, als Staatsbeamter. Man hat mich nämlich extra darauf aufmerksam gemacht, dass man hier seinen Körper verkaufen kann. Denken Sie, dass der Staat für Ihren Korpus noch etwas draufzahlen wird? Sehen Sie, wenn ich jetzt meine 150 Mark hätte, Herr Präparator, dann könnte ich jetzt einen Wandergewerbeschein haben und dann würde sich die Welt mir wieder öffnen. Pass bloß auf, Hans. Weiber können sich oft grausam verstellen. Das wird eine verregnete Parade, bis es werden alle Menschen zersägt. Mich geht es ja nichts an, aber wie viele haben es denn gekriegt? Und eine neue Stellung kam es wohl auch keine. Nein. Aber zuvor habe ich einen Mann kennengelernt. Oft male ich mir eine Revolution aus. Da sehe ich die Armen durch das Siegestor ziehen und die Reichen im Zeisalwagen, weil sie alle gleich viel miteinander lügen über die armen Leute. Eine Vorbestrafte sind Sie also? Aber Ihnen bring ich noch ins Zuchthaus. Ich hab dir meinen Arm gereicht. Lass ihn dir abhacken, deinen Arm. Jetzt gehe ich.